Servus Leute und willkommen zu diesem Video What's Up bei KCS. Ja, das ist ein kleines Zwischendurch-Video für euch. Wir müssen den Marcel unterstützen bei seiner Prüfungsvorbereitung. Was es da mit der Corsa-Tür auf sich hat, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, wie ihr bereits in der Einleitung erfahren habt, gibt es mal wieder einen weiteren Teil What's Up bei KCS. Zwischen den Feiertagen, leichte Kost für euch. Ja, wir haben gerade folgende Problematik. Der Marcel hat in ein paar Wochen seine Abschlussprüfung, also seine praktische Prüfung, die Theorie oder schriftlich hat er bestanden. Das ist super, freut mich auch für ihn. Und ja, ihr hattet ja schon in einem Video gesehen, das blende ich euch hier oben nochmal ein, dass er das alles schon mal vorbereitet hatte. Ja, im Betrieb, die Tür lackiert, alles wunderbar. Ja, da ist es jetzt, ich sag mal, ein oder zu einem blöden Zufall gekommen. Die Tür ist im Schrott gelandet. Ja, ob es jetzt böse Absicht war oder Zufall, ich denke mal, das erste eher. Ich zeige euch mal zwei Bilder. Das seht ihr dann, hier blende ich die mal ein. Und da gehe ich jetzt doch erstmal von Böswilligkeit aus. Ja, gut, ist egal. Ich habe hier noch eine Corsa-Tür. Die seht ihr ja hier. Ist im Endeffekt die gleiche, halt andere Seite. Er hatte die Beifahrerseite sich damals genommen. Jetzt haben wir hier die Fahrerseite, ist egal. Das Ganze müssen wir ein bisschen vorbereiten. Hier der Rahmen, der obere Rahmen, der muss abgeschnitten werden. Ja, das darf nicht da sein. Von innen, also von hinten so gesehen, das Blech, das werden wir komplett rausschneiden. Und natürlich auch hier einmal dieser Kantenschutz und hier das Schildchen. Ja, das mache ich schön mit dem Föhn ab, warm machen und das pappe ich mir irgendwo hin. Ja. Und das, was er noch braucht, das ist eine Spiegelkappe. Ja, hätte ich jetzt auch eine vom Corsa nehmen können, aber er muss das Ganze in Silber lackieren diesmal, nicht in Blau, wie bei der letzten Prüfung. Oder beziehungsweise er konnte gar nicht an der Prüfung teilnehmen. Ich erkläre es euch kurz. Er hatte leider einen Unfall und hat sich beide Handgelenke gebrochen. So, damit war schon mal diese praktische Prüfung für ihn erledigt. Er ist wieder gesund, ja, wie gesagt, schriftliche Prüfung bestanden und ist jetzt natürlich ein anderes Thema, also nicht mehr Türgriff und Tür, also Tür schon, aber Tür, Spiegelkappe, meine Güte, was ist denn heute los? Spiegelkappe und nochmal eine Tür, ja gut. Wir unterstützen ihn dabei, ich bereite das für ihn vor, ja, popeln das da so ein bisschen zurecht. Die Spiegelkappe, die zeige ich euch auch. Ihr wisst ja von dem Schlachtvectra, ja, hier der Außenspiegel, Fahrerseite ist es. Das ist ja hier zweigeteilt, aber um es für ihn einfacher zu halten während der Prüfung, die ist schon silber, aber das wird alles nochmal, denke ich mal, geschliffen, wie er das da genau macht. Ja, und er hat da so ein paar kleine Beschädigungen, aber das ist nicht schlimm und kann er die Spiegelkappe auch mitnehmen. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt mal hier die Tür so ein bisschen vorbereiten. Oh, dann schiebe ich mir die Tür mal hier rüber. Mein Öfchen habe ich auch schon an, das ist prima, ist nämlich kalt. So, dann haben wir hier die Tür, dann legen wir uns die mal hier so drauf. Auf die Werkbank. Und dann werden wir gleich mal hier ein bisschen schneiden. So, die Tür liegt hier. Dann einmal Werkzeug. Ja, bei solchen Sachen wisst ihr ja, Safety First, Schutzbrille. So, ich habe hier meine Akkuflex, damit sollte das funktionieren. Fangen wir mal an. Einmal hier und einmal hier zu schneiden.
Und dann für euch natürlich ein bisschen Musik. So, wie ihr hier seht, ist schon mal der Rahmen ab. Hier musste ich einmal so ein bisschen tricksen, da musste ich die obere Schicht des Blechs wegmachen, wegen der Versteifung des Blechs, das ist ja gebogen, da kam ich da nicht so ganz dolle mit der Flex durch, aber okay. Ja, die Kanten werden wir nachher ein bisschen glätten, weil gerade für ein Prüfungsstück, kennt man ja alle, Prüfer sind ja immer ein bisschen pingelig und Verletzungsgefahr und dumme Fragen beantworten während der Prüfung hat keiner Lust zu. Ja, ist ja nichts Schlimmes, ne, hier mit der Fächerscheibe darüber, Kanten glätten, aber vorher muss ich dann noch hier, Sekunde, zeige ich euch, hier einmal das ganze Innenleben raus, hier ist noch das Gestänge drin, ich muss mal gucken, das wird entweder vorher ausbohren, ne, hier die vier Popnieten eben ausbohren, und normalerweise, wenn ich es abschneide, dann müsste es auch so mit rauskommen. Naja, schauen wir mal. Es geht weiter. So, jetzt haben wir schon mal den ersten Teil hier rausgeschnitten. Dann habe ich mir nämlich das Ausbohren gespart hier von dem Fensterheber, bla bla bla. Mal sehen, vielleicht halte ich mir das mal für einen anderen Corsa oder so. Da sind ja nur vier Popnieten ausbohren. Aber da gucken wir dann mal weiter. So, dann würde ich sagen, haben wir hier noch alles. Oh, das Ding ist sehr wertvoll. Das hier ist nämlich für den Türöffner, diesen Pin. Ja. Das kann man sich immer gut auf Reserve legen. Hier so ein Stück der alten Dichtung braucht man natürlich nicht. Aber das Ding behalten wir mal. Ja, dann haben wir hier, ich zeige euch das mal. So, was wir noch demontieren müssen, ist gleich hier der Türgriff. Aber das ist nichts Wildes. Das kriegen wir so raus. Das hier ist ja die Türversteifung bzw. Seitenaufprallschutz. Wurde damals groß gerühmt. Ja, Seitenaufprallschutz, bla bla bla. Zwei Stahlrohre. Die bleiben aber drin. Die brauche ich nicht rausschneiden. Hier noch gucken. Dieses Schaumstoff, das machen wir noch raus. Und dann, wie gesagt, jetzt gleich hier nochmal ein paar saubere Schnitte. Und ein bisschen Kanten glätten. Und dann war es das auch schon. Ja. Dann habe ich den inneren Teil, zack,
wie ihr seht, einmal rausgeschnitten. Ja, das ist ja nicht so viel. Und da kam natürlich dann auch der Fensterheber direkt mit. Brauchte ich da gar nicht erst die Popnieten rausbohren. Ja, hier muss ich gleich nochmal gucken, mal eben einmal mit der Schrubbscheibe oder Fächerscheibe, dass ich hier da so ein paar Schnittkanten wegmache. Das mache ich gleich eben, wie gesagt. Ne? Dann hält den Prüfer das unter der Nase. Und dann will man ja nicht gerade da mit scharfen Kanten, bla bla bla, UVV, Prüfung. Ja, ist ja noch alles was anderes. Als wie im normalen Leben. Ja, jetzt machen wir gleich noch mit dem Heißluftföhn. Dann mache ich die beiden Sachen hier warm. Wo sind wir denn? Da. Einmal das 100er Schildchen und einmal den Kantenschutz bzw. Türkantenschutz, weil das muss eine Fläche sein, dass die Kratzer drin sind. Das macht nichts, die wird ja eh neu lackiert. Ja, das machen wir jetzt noch eben und dann haben wir das schon erledigt für den guten Marcel. So, das habe ich jetzt noch mal schön mit der Fächerscheibe geglättet, also die Kanten, dass da keiner meckern kann. Verletzungsgefahr, ja, kennt man ja alles. So, dann habe ich mir auch schon hier meinen Heißluftföhn rausgekramt. Den schließe ich jetzt an, dann machen wir die ganze Geschichte warm. Für euch suche ich noch eine andere Position, damit ihr das seht. Und dann machen wir hier weiter. Ja, dann würde ich mal sagen, leg mal hier los, ne, das schön gleichmäßig erwärmen. Weil wenn ich jetzt hingehen würde und würde hier unterhebeln und würde da rumreißen, verbeule ich die ganze Tür. Ja, hier drunter ist ein Kleber. Mit Wärme kann man das lösen. Und dann vielleicht nachher vorsichtig, ich habe hier so ein kleines Häkchen. Hier sowas, ja, so eine kleine Spitze, dass ich da so ein bisschen vorsichtig hier unten drunter hebeln kann, ohne die Tür großartig zu verbeulen, weil das müsste der Marcel dann nachher wieder alles ausbeulen. Und zusätzliche Arbeit wollen wir ihm nicht machen. So, los geht's, für euch wieder Musik auf die Ohren. Habt ihr gesehen, wie ich das gemacht habe? Ja, schön gleichmäßig mit der Wärme arbeiten, nicht zu lange auf einer Stelle. Dann verbrennt der ganze Kram noch. Hier sind jetzt natürlich noch ein paar Klebereste. Ich gehe mal davon aus, dass der Marcel das nachher im Betrieb mit Verdünner oder so macht. Ja, von meinem 100er Schild. Ja, von meinem 100er Schild ist nicht so ganz viel übergeblieben. Es hat hier ein bisschen gelitten. Naja, ist egal. War ja auch nur so. Hätte ja klappen können. Gut, macht aber nichts. So, die Tür soweit für Marcel als Prüfungsstück habe ich vorbereitet. Das war ja nicht so viel. Ein paar Schnitte machen. Und diese Schnittkanten glätten und die Außenhaut da so ein bisschen vorbereiten. Das ist alles nicht das Wilde. Die Spiegelkappe, da brauche ich gar nichts dran machen. Die habt ihr ja schon gesehen. An der Spiegelkappe muss ich gar nichts machen. Ich zeige sie euch nochmal hier. Das sind da. Könnt ihr das da so sehen? Ja. Ja, da sind da so kleine Kratzer drin. Ist aber nicht schlimm. Geht ja eh neu lackiert. In Silbern. Das passt dann da wunderbar. Ich war gerade zu faul, die anderen Spiegel abzubauen. Der ist noch an der Tür dran. Aber
Der sieht nicht so schlimm aus. Also der wird schon mal neu lackiert für die Prüfung. Und die Tür auch. Super. Haben wir den Marcel da unterstützt. Ja Leute, das soll es auch schon für dieses Video gewesen sein. Kurz und knapp, leichte Kost für euch. Aber das hat jetzt Priorität, da den Marcel zu unterstützen bei seiner Abschlussprüfung oder für seine Abschlussprüfung zum Autolackierer. Ist ja nicht mehr lang hin. 3 Wochen, glaube ich. Wenn überhaupt noch. Und er hatte nur das Pech mit dem Unfall und dann wurden auch noch seine Materialien zerstört. Alles blöd gelaufen. Okay, ich habe das Zeug hier. Ich kann Ihnen damit helfen. Mache ich natürlich sehr gerne. Sollte man sowieso viel mehr machen, in der heutigen Zeit ganz besonders. Aber das ist meine Meinung. Ja, wie gesagt, kurzes und knappes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren. Ein Like oder ein Kommentar wäre sehr schön von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt gut ins neue Jahr. Bis dann. Ciao.